Und damit willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country. Ich bin ja ein riesen Donkey Kong Fan und damit willkommen zum 40. Jahr von Donkey Kong. Ist es eigentlich weit? Es geht nicht um Donkey Kong Country, es geht um Donkey Kong generell. Donkey Kong ist vor 40 Jahren entstanden. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist schon 40 Jahre her. Wir sind im Jahr 2021. Doch über ein sehr nice Spiel. Das werden wir uns anschauen. Los geht's. Ich habe schon eine Datei erstellt, wo ich nur 80% habe. Ich weiß noch komplett offen. Wahrscheinlich durchzocken. Aber ich habe leider keine Freunde, da muss ich allein zocken. In Artista Kongo mit Dschungelfieber. Was passiert eigentlich? Warte. Hab ich eigentlich auf Deutsch geschaltet? Ja, ne? Shit, das weiß ich gerade gar nicht. Ich hoffe ja. Kannst du hier irgendwo nachlesen? Nein. Nee, wohl nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Deutsch ist, ne? Also. Diddy Kong! Was machst du hier drin? Übrigens, ich werde nicht die 100% ansteuern, was man von einem Fanboy eigentlich erwartet. Sondern es gibt einen Grund, warum ich nicht 100% ansteuere. Denn die würde es sich um die KONG handeln, würde ich es machen. Aber es geht sich nicht um die KONG. Und ich wollte nicht alle Bonusräume hier angucken. Ich bin hier oben. Shit. Hey, Checkpoint. Und direkt wieder Diddy Kong. Zurückholen. Die KONG sind mir eigentlich komplett egal. Ich überlege noch, shit, ob ich ein Livestream-Projekt mache. Aber eigentlich nicht. Und ich habe vergessen, dass hier noch ein Bonusraum ist. Sollte mal anschauen können. Ich denke, nein. Ja, das geht. Damit haben wir sogar Kong. Es gibt halt nur ein One-Up. Also brauchen wir es nicht unbedingt. Jetzt sind wir ein Sturm. Erwartet nicht, dass ich den übelsten Skill habe. Das war Super Mario World. Mein erstes Game. Nicht Donkey Kong Country. Trotzdem bin ich sehr viel mit Donkey Kong Country Serie. Ja. Ich mag einfach das Spiel. Ich mag Donkey Kong einfach. Das ist mein Lieblingsschar. Drei Stunden gestorben, zweites Level. Aber ich lege auch nicht wert, jetzt unbedingt hier der Beste zu sein. Ich weiß, ich bin ja ein Lappen und nicht der Beste. Aber es ist mir eigentlich egal. Hau ab! Du Donkey Kong! Und direkt gekillt. Bitte abspringen. Geht das? Jetzt. Erste goldene Statue von Rambi. Oh.
Best Checkpoint TNT. Ich hoffe, wir werden es in ein paar die erste Welt schaffen. Wird doch hoffentlich in 20 Minuten möglich sein. Top dich ruhig aus. Bis du besiegen kannst. Ich werde mit Absicht noch nicht den Kong rausholen, weil ist, man kann eh nur zu zweit arbeiten. Und nicht zu viert. Da man kann nur mit Donkey Kong und Diddy Kong jagen. Also lohnt sich das nicht. Aber wie gesagt, 40 Jahre mit Donkey Kong. Und es macht einfach richtig Fun, das Zocken. Auch heute noch. So kommt man am Geran. Das wusste ich früher nicht. Ich war nicht verletzt, geil. Okay. Ab jetzt. Ich denke, Cranky Skoyu. Yeah. Es müsste aber auf Deutsch sein. Endlich jemand, der sich meine Geschichten anhört. Das ist der wahre Donkey Kong. Denn er war im Donkey Kong Arcade Game. Ja, also, wenn du benannt findest, sollst du die am besten sammeln. Der nix nuts. Ja, ja, okay. Hulen Wahnsinn! Das macht einfach so Fun. Es wird morgen hochgeladen. Ist denn der Controller backt uns ein bisschen. Es wird morgen hochgeladen, heute nicht mehr. Nee, ich muss ja erstmal machen. Es ist gerade 21 Uhr sogar. Und vorhin habe ich es eigentlich genommen. Brauche ich nicht, das kommt fast. Aber vielleicht gleich. Hätte ich es gebrauchen können? Nein, doch. Oh, oh. Schnell weg. Schnell weg. Oh, mein Gott. Das war gar nicht mein geplant, ne? Ich hab so gedacht, dass die nicht weg ist, aber wäre egal, das wäre irgendwas. Das kommt was gewesen. Ich war nicht nutzen müssen. Hilfe! Haut ab! Hau ab! Gut gemacht, Didi. Oh. Checkpoint. Gut. Und auf ein Level von Welt 2 freue ich mich besonders. Geil, dass es ja ein weites Kongfass ist. Also wie gesagt, auf ein Level freue ich mich besonders, Kappa. Hä? Das... Hä, was war das gerade? Hä? Bitte? War das gerade ein Bonus? Ja. Oh, geil. Die tierischen Helfer weiß ich ja nicht alle, wie die heißen. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Nashorn Rambi heißt. Das ist, glaube ich, der bekannteste Tierhelfer. Ein G. So, Exit und ein weiteres One-Up. Wenn man es mit Mari vergleicht. Jetzt geht's weiter. Dazu Korallenkarambolage. Wir haben ja schon den ersttierischen Helfer Rambi schon gesehen. Im ersten Level. Wir haben jetzt etwa den nächsten tierischen Helfer finden. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es ein Underwasser. Level ultra knapp. Gucken. Hier ist das Tal. Ich weiß, ich sammle die nicht explizit. Aber trotzdem können wir die auch mal sammeln. Hier. Sozusagen eine Spinne. Und zwei. Ja, hier ist der. Der nächste tierische Helfer. Ich glaube, der heißt Unge. Oder so ähnlich. Heißt er auf jeden Fall. Kommt sehr viel Kill. Doch Spaß mit denen. Ich glaube aber, den kann man nicht killen damit. Oh, das ist noch so ein Kongfass. Das ist einer der coolsten Songs, die ist in Donkey Kong Country gibt. Ich wollte gerade voll Banjo-Kazooie sagen, aber das ist ja Donkey Kong Country. Ich weiß, ich denke, ich mag trotzdem Donkey Kong Country Tiger
Ich kenne ja. Drei, ich habe alle drei noch nicht durchgezockt, weil ich habe früher dort einfach nicht drauf reagiert. Weil ich bin halt an der Neuzeit. Aber es hat mir direkt gefallen. Besonders Donkey Kong Country 1 bis jetzt am meisten. Danach kommt Donkey Kong Country 2. Hier ist ein N. Von Kong. K-O-N-G sammle ich, wie gesagt. Nicht explizit. Aber wenn ich schon mal einsammeln kann, dann mach ich es auch. Ja, da. Hä? Man kann auf den wieder raufgehen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Gut, dann haben wir weiter ein Unge. Ist jetzt nicht besonders schnell. Shit. Hä? Ey, komm her, Unge. Komm her. Shit, er ist wieder weg. Kommt wieder? Geil. Er kommt einfach wieder. Geil. Und hier ist das G. Exit. Und da ist Funky Kong zum allerersten Mal. Funkys Flügel. Schließlich in 12 Minuten aller Knallertal. Ich werde nicht explizit eine Welt. Komm doch. Nur eine Welt. Das wusste ich noch gar nicht. Wir zocken es erstmal so durch und dann wahrscheinlich auf der Normalweise. Probiere ich. Das Level ist richtig schwer für Welt 1. Ich weiß noch, ich hatte dort meine Probleme. Ja, Didi. Den brauchen wir nämlich noch. Hä, was ist hier schon? Konnte man doch das komplette Level überspringen. War das so? Ja, das war so. Hier konnte man das komplette Level überspringen, wenn man es richtig gut anstellt. Hier der Checkpoint. Jetzt erstmal geht es noch nicht. Es dauert noch ein bisschen. Bis es überspringen geht. Weiter geht's noch nicht. Keine Sorge. Es geht noch nicht. Ab jetzt geht's weiter. Jetzt kann man es weiterhin überspringen. Das richtig gut anstellen kann. Hier, falls was passiert. Denn shit. N. Muss ich mich noch. Verkackt. Muss ich mich was machen. Weil ich ja verloren. Nicht geschafft habe. Erstmal mit DK. Falls Didi stirbt. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Didi ist an sich besser als DK in dem Spiel. Warum sage ich euch nicht? Voll Asen, ne? Hier brauchen wir dich wieder. Ich will das nicht. Ja, shit, Mann. Ich probiere es noch einen Versuch. Wenn es nicht klappt, dann lass mir es. Genau immer Let's Play ist es der Fall. Ich glaube, das passiert mir nicht nochmal im Let's Play. Das kann ja jederzeit leider passieren. Die DK ist wieder am Start. Was du natürlich verdient hast. Ja, jetzt können wir es doch nicht mehr schaffen im Prinzip. Außer ich stelle mich richtig gut an. Crap. F dich. Es ist Pro-like, du. Ich kann es einfach nicht. Es ist für richtig. Ach so. Ich hab grad gedacht, greif mich einfach mal so an. Denn das Spiel hat sehr viele Bugs, muss man sagen. Weil ich auf revolutionär war dieses Spiel.
Gut, das war's. Ich mach's nicht mehr. Tschüss. Dann machen wir halt das schwierige Teil mit Levels. Dann. Ich kann's einfach nicht, wie man hier sieht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Auch wenn ich es gerne euch gezeigt hätte, aber dann noch nicht. Jetzt probiere ich halt weiterhin auf meinen zweiten Kanal. Lade ich jetzt auch häufig so eine Videos hoch, die einfach nur ganz klein sind und ja, auch mir selbst Spaß machen, auch wenn es derzeit weniger auf meinem Kanal läuft. Eher Speedruns sind eher gerade bei mir in, wie Banjo Kazooie 100%. Auch wenn ich schon auf meinen ersten Kanal mache, mache ich trotzdem auch auf meinen zweiten Kanal. Und in diesem Timing-Spielchen bin ich nicht gut. Ich habe eigentlich schon abgestreitet, dass ich tot bin, aber egal. Ist so besser. Schnitt. Das Level ist auch hart für Welt. Ne, das war das harte Level von Welt 1. Das härteste, würde ich sagen. Von Welt 1. Nicht das härteste Level. Weil da gibt es noch ein harteres in Welt 2 auf jeden Fall. Schon. Ja, Welt 2 schon. Ja, wie das? Ja. Oh mein Gott, geil. Nein. Das kann man noch nicht mehr schaffen. Es geht doch schon nicht mehr. Ach nee, da habe ich einmal geschafft und dann sowas. Ach nee. Ich wollte es einfach nur schnell machen. Es ist ja nicht mehr safe, dass man überlebt, ne? Glaub mir, da habe ich immer so ein Herzpochen. Übrigens, ich habe einen Slot gespeichert. Hat. Falls was passiert, ist kein Problem. Ich kann das Level nicht. So, schön gekillt. Zack, TNT, bam. Als ob, wie lame. So schwer und so asi. Alles. Man merkt, dass man es eher mit die machen soll, denn die kann höher springen. Heftig. Ich kann's nicht. Slay-aim. Schneller. Zack, zack. Also normal würde ich garantiert nicht durchspielen. Also wenn ich es geschafft habe, werde ich normal nicht durch. Dieses Level werde ich auf meinen zweiten Kanal präsentieren. Machen wir es so. Müsst einfach, ist ja unten in der Videobeschreibung. Wenn ich es irgendwann mal aufnehme. Was in 3 Jahren gefühlt sein wird, wenn ich drauf keine Lust hab. Das ist alles nochmal zu zocken. Übrigens, die Blatttextur ist von einem richtigen Blatt. Das ist. Alter, das ist war revolutionär. Und hier muss ich mich schon Wisst ihr, dass Rareware eigentlich manchmal geführt auf Drogen ist? Denn Rareware macht die schwierigsten Spiele, die es eigentlich im Universum gibt. Ich kenne kein Rareware-Spiel, was richtig einfach ist, besonders. Wir zocken Banjo-Kazooie, ja? Und Banjo-Kazooie ist einfacher als Banjo-Tooie. Und Banjo-Tooie werde ich garantiert nicht auf 100% zocken, weil der ist auf 100% zockt, ist einfach nur gestört. Yes. Da
einmal geschafft. Das geht gut. Also ganz hier weiß ich nicht mal. Auf dem zweiten Kanal müsst ihr einfach schauen, da findet ihr irgendwann mal das Video. Und jetzt sind endlich bei DKs Freundin. Bei Candy. Hallöchen, ich bin Candy Kong. Und das hier ist mein Speicherpunkt. Wollt ihr euer Spiel abspeichern? Dann springt in diesen rotierenden Speicher. Wenn ich die auf... Ja, auf kleine... Lingua, sag ich mal nicht. Very Knorty's Grotten. Das ist der erste Bossfight, Knorty. Der erste Boss und ja, relativ einfach gehalten ist er noch und ich bin noch einmal down, ja. Das ist einfach ein Trottel. Hier, 5 Leben hat er. Und schon gekillt ist Knorty. Knorty auch aus Banjo-Kazooie. Ich kenne einen Knorty. Ich weiß, was das ist. In der Affenmine geht es in der nächsten Folge dann weiter. Die Donkey Kong Country. Guys, bis dann. Ciao. Ich werde jetzt erstmal speichern gehen und bis zur nächsten Folge und ciao in Donkey Kong Country. Tschüss.